Ja, hallo Lieben, Christian Schmeier, Paterapeut, Diplompsychologe und so weiter. Meine Arbeit findest du auf liebeschiff.de. Wir haben weiter die 30.000 Abonnenten-Challenge. Abonniert meinen Kanal, wenn mein Buch rauskommt im April. Da wünsche ich mir da eine 30. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal auf den Abo-Button klickt und so weiter. Ja, heute haben wir wieder so eine Familien-kleine Horror-Story. Ja, schauen wir mal. Hallo Christian, vielen Dank für deine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich bin Nastrevkola und bin seit ein paar Jahren getrennt. Mein Mann, der hat mir sehr stark meine inneren Kindthemen gespiegelt. Verlustängste, Co-Abhängigkeit. Nach der Trennung folgte ein Rosenkrieg. Deine Videos, aber auch andere spirituelle Coaches schaue ich seit mehr als 2 Jahren. Ich habe auch selbst diverse Ausbildungen und meditiere regelmäßig. Es ist mir bewusst, dass ich nur an mir arbeiten kann und meinen Themen. Gut, heißt natürlich nicht, dass man nicht im Außen Sachen regeln muss. Das gehört halt jeder zu, leider. Ne? Aber gerade das Gefühl, je mehr ich an meiner lichtvollen Seite arbeite, desto heftiger kommen die Schattenthemen hoch. Also meiner Ansicht nach macht es gar keinen Sinn, da so viel drüber nachzudenken. Es kommen einfach die Themen, die für einen dran sind, die darf man abarbeiten, ob einem das jetzt passt oder nicht. Oder wer auch immer, die einem geschickt hat, das höhere Selbst oder der Zufall, glaube ich, aber so nicht dran. Aber ja, es ist, wie es ist. Einfach ein stumpf eins nach dem anderen abarbeiten, ganz cool. Mein Ex-Mann spiegelt mir sehr stark meine Selbstwertthemen. Es geht immer noch unser gemeinsames Vermögen. Ich lebe gemeinsam mit meinen Kindern in unserem gemeinsamen Haus, welches ich gerne übernehmen möchte. Er allerdings auch. Angebote von mir, erst mit Ansprüchen aus Zugewinn zu verrechnen, lehnt er ab, weil er das Haus haben möchte. Ja, das ist vielleicht nicht schön, aber ist ein gutes Recht, ne? Ich meine, vermutlich euer gemeinsames Haus. Du willst es, er will es. Ist, wie es ist, ne? Das ist vielleicht doof für dich, aber das darf er natürlich, ne? Er möchte es auch übernehmen. Das hatten wir schon. Er hat die Teilungsversteigerung beantragt. Ja, es hört sich jetzt vielleicht dramatisch an. Ist es auch nicht unbedingt, weil das ist der, wenn man sich nicht einigen kann, ist das die eine Möglichkeit vom Gesetz, sich aus gemeinsamem Eigentum zu befreien, sage ich jetzt mal regelmäßig, sage ich regelrecht. Ob das jetzt eine Erbengemeinschaft ist, was der mal raus will, oder eine eheliche Gemeinschaft aus Gemeinschaft und Eigentum, das hat der Gesetzgeber so vorgesehen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, ist aber auch das ist sein gutes Recht. Kann einem passen, kann einem nicht passen, weil wenn er einfach keine andere Möglichkeit sieht, da aus dem gemeinsamen Eigentum rauszukommen, oder wenn er das verflüssigen will, das Haus, ja, willst du außer mit ihm reden und was weiß ich, oder natürlich, was man immer machen kann, Mediation und was weiß ich, was alles, bis, ja, aber am Ende des Tages ist das ein Recht, was jeder hat, so, ne, der gemeinsames Eigentum hat. Ja, gut, ich bin jetzt kein Jurist, aber wisst schon, wie ich das meine. Gut, ich versuche ins Vertrauen zu gehen, was nicht immer leicht ist. Ich weiß, ich habe die Stärke zu kämpfen und auch zu gewinnen, aber was ist der richtige Weg? Naja, kannst natürlich eine Teilungsversteigerung rauszögern, vielleicht mit den Kindern, aber langfristig kann man sich da nicht gegen wehren. Also was lohnt da der Kampf, ne? Also wie gesagt, man kann da versuchen, ich bin ja auch immer ein großer Freund persönlich von gerichtlichen Mediationen, vom Familiengericht halte ich persönlich mehr von als von irgendwelchen anderen Mediationsszenarien, weil Richter und Richterinnen einfach das jeden Tag machen und auch gewisse Härte dafür haben, so, ja, dann weiß ich nicht. Dann versucht das halt vom Familiengericht zu klären. Die versuchen einen, also die wollen ja auch nicht aburteilen, sondern wollen da auch helfen, wirklich. Aber kämpfen würde ich mal nicht. Kämpfen bringt, glaube ich, nichts. Eher ruhig Grenzen setzen. Aber wie gesagt, kannst ja schlecht eine Grenze setzen gegen Rechte, die jemand hat. Das ist natürlich schwierig, ne? Ist es meine Lernaufgabe, Grenzen zu setzen oder loszulassen, insbesondere da meine Kinder uns ganz klar unsere Wut, unsere Ängste spiegeln? Ja, das ist immer blöd. Also ihr seid ja auch schon länger getrennt. Also die Rosenkrieg ist natürlich total ätzend. Und ich würde vor allen Dingen nicht mitkämpfen, ne? Also ja, ich kann da jetzt anhand so einer Mail diese ganze Situation nicht durchschauen, ne? Du musst vielleicht
Session buchen oder dich mal beraten lassen. Also das kann ich natürlich jetzt nicht durchblicken hier. Aber von Kämpfen halte ich immer nicht viel. Schon ganz klar seine Wünsche äußern und auch da eine gewisse Klarheit und vielleicht manchmal auch eine gewisse Härte haben. Aber kämpfen nicht, weil Kampf gebiert wieder neuen Kampf und naja. Also von daher wahrscheinlich eher loslassen. Ne? Gestern kamen meine Kinder von einem Besuch beim Papa nach Hause und erzählten, dass... Ja, gut, das lese ich jetzt mal nicht vor, das ist einfach zu spezifisch. Also jetzt hast du den Eindruck, dass dein Partner irgendwelche komischen Frauengeschichten am Laufen hat, wo du Angst hast, dass er da auch unter die Räder kommt. Ja. Es ist sein Leben, ne? Wenn er irgendwelche komischen Frauengeschichten haben will, ist es am Ende des Tages nicht deine Sache, außer es beeinflusst die Kinder. Dann ist es halt immer schwierig, deswegen mache ich auch immer so in der Regel keinen Content zu Kindern, weil das ist immer so spezifisch. Dann, ich weiß nicht, was, wenn es die Kinder beeinflusst, dann gibt es wieder die geeigneten Stellen dafür. Was weiß ich, ich bin jetzt auch kein Kinderpsychologe, Jugendamt, keine Ahnung, Familiengericht, ja, da musst du die Schritte gehen und wenn nicht, ja, it's not your business, ne? Wenn er, keine Ahnung, sich mit irgendwelchen, also steht ja jetzt nicht, ne, argentinischen Prostituierten einlassen will, ist jetzt mal so als absurdes Beispiel, da muss er das machen, ne? Wie gesagt, steht ja jetzt nicht, aber auch ziemliche Räubergeschichte. So. Ganz ehrlich, im ersten Moment war ich geschockt und im Mitgefühl, aber je länger ich darüber nachdenke, desto komischer finde ich seine ganzen Geschichten. Ja, nochmal, it's not your business, ne? Ich selbst, ja, warte mal. So, jetzt geht's wieder um irgendwelche Guthaben und von euch, von den Kindern und ja, wem jetzt was, ja, dafür gibt es Stellen, die sich um sowas kümmern oder den Entscheidungsprozess und ja, das sind natürlich Rechte, er hat Rechte. Es ist immer ätzend und ich würde vor allen Dingen nicht kämpfen, ne? Sondern einfach ganz klar, also ich würde dann einfach, also ich persönlich halt ja auch, bin gar nicht Sonnenfreund, Sachen immer so über so Mediation zu regeln, also wenn das da vom Familiengericht ist, okay. Aber mein Gott, nimm dir, wenn du meinst, dass es geschieht da irgendwie Unrecht, dann nimm den Anwalt, dafür sind sie da. Und ja, geh den Weg, der dann dazu gehen ist, so, ne? Ja. Um finanzielle Dinge hatte ich mich immer gekümmert während unserer Ehe. Nachdem ein Familienmitglied bei ihm vor ein paar Monaten gestorben ist, bräuchte ein anderes Geld. Ja, wie gesagt, auch das ist, ne, also das ist auch wiederum sein gutes Recht, dass er sagen möchte, ich möchte jetzt das für unser Familieneinkommen aufteilen. Ist sein gutes Recht, ne? Wie gesagt, und wenn das irgendwie streitig ist, dann ist es streitig, ne? Dann muss man das irgendwie regeln. Und ich finde, man kann auch nicht immer alles, also nicht kämpfen einerseits, andererseits kann man auch nicht alles, gibt es halt andere Meinungen und dafür gibt es aber auch zum Glück ja Institutionen hier in Deutschland, die sich dann darum kümmern und dann, ja, muss man wieder loslassen, weil was natürlich nicht was rauskommt, dann geht man vielleicht in die nächste Instanz und keine Ahnung, aber es bringt nichts, sich jetzt aufzuregen, es ist immer chaotisch, diese Trennungssachen und vielleicht richtet sich der Mann auch auf und es bringt einfach nichts, ne? Einfach stumpf regeln, wie die. Diesen Weg sind viele gegangen, auch ihr werdet eine Lösung finden, auch wenn es ein bisschen dauert, ne? Womit ich grundsätzlich auch kein Problem habe, aber in der Summe klingt das alles komisch. Ich wünsche mir von Herzen, dass hinsichtlich des Hauses endlich eine Entscheidung getroffen wird, damit in Ruhe die Sache kommen kann. Ich merke, wie mich trotz allem die Situation belastet und ich mich nach Ruhe sehne. Aber diese Situation spiegelt so krass meine Ursprungsfamilie wieder. Drama, obwohl ich schon sehr viel an meinen Themen gearbeitet habe. Habe ich das Gefühl, dass es nur minimal besser wird. Ja, das ist wie, als wenn du zu Fuß auf den Mont Blanc gehst. Da sagst du dann auch auf der Hälfte, es wird gefühlt gar nicht besser, die Anstrengung. Und ja gut, auf den Mont Blanc kann man noch umkehren. Du kannst ja jetzt nicht umkehren.
Und klar, man kann sich da mal ausruhen und ein Päuschen machen und ein Schläfchen machen, aber am Ende des Tages musst du weitergehen auf dem Morgenbloggen und dann ist es halt noch 1000 Höhenmeter. Und letzten Endes muss es einfach getan werden. Ich glaube, so dieser, ich glaube schon, dass das Innen ganz viel das Außen bestimmt, aber vielleicht geht es auch darum, an dieser Stelle jetzt deine Kindheitsthemen, also das zeigt dir, dass Außen, dass Kindheitsthemen noch da sind und klar, du kannst sie, machst du ja auch innerlich abarbeiten und meditieren, aber eben auch, indem du anders darauf reagierst, auf das Ganze hier als früher. Das wäre auch eine Art, das zu verarbeiten, indem du einfach sagst, ja okay, das ist jetzt hier alles, bricht hier gerade alles zusammen, ist alles Chaos und ja, aber ich gehe nicht ins Drama, habe ich keine Lust zu, mache ich nicht, mache ich einfach nicht, weigere mich hier ins Drama zu gehen, ich werde hier ganz stumpf, einen Schritt vor dem anderen und wenn, keine Ahnung, da links und rechts Lawinen runtergehen und das Eis knackt und die Seile stehen schon ziemlich alt aus, egal, ich gehe einfach stumpf weiter, einen Schritt vor dem anderen und weigere mich ins Drama zu gehen. Also ich meine, das Gute jetzt in einer Situation im Vergleich zu morgen bloggen ist, das kann ja nicht viel passieren, das hört sich jetzt vielleicht alles, vielleicht ist man auch ein bisschen neben der Spur gerade, das mag ja sein, aber das ist wirklich wichtig, dass man auch loslässt, es sei denn, wie gesagt, es geht um die Kinder, da muss man natürlich einen gemeinsamen Weg finden, aber wie gesagt, wenn der andere, keine Ahnung, seine Briefmarkensammlung raucht oder was ist das letzten Endes? Oder anfängt mit Bodypainting, irgendwelcher Strandschönheiten oder ich weiß, es ist völlig wurscht. It's not your business, ne? Und da, das ist auch wichtig, dass man das so loslässt. Also ich kenne das auch und ich kenne das auch von anderen. Dann riecht man es nicht mal auf. Warum macht sie das? Warum macht er das? Warum? Ist auch ein Stück normal, ne, in so einem Scheidungsprozess. Und aber wie gesagt, je weniger du da ins Drama gehst und einfach sagst, ja, Gott, who cares, ist mir alles egal, macht alle, was ihr wollt. Ich würde auf jeden Fall, und dann auch in so einem positiven Mindset bleibst, alles wird gut werden, wir werden da durchgehen, alles wird sich lösen am Ende. Ja, umso besser ist das, glaube ich, und das wird es. Es wird sich ja alles lösen. Also, es ist aber jetzt eine gute Gelegenheit, vielleicht selber nicht so ins Drama zu gehen. Aber ich sage das jetzt in aller Vorsicht. Also, ich habe jetzt mal wieder hier so eine Familiengeschichte vorgelesen, eigentlich. Also, ich lese sie selten vor, weil es ist einfach, diese Komplexität ist einfach schwer, da sowas Allgemeines zuzusagen. Und natürlich ist das total anstrengend. Und also im Gegensatz zu so ganz normalen toxischen Beziehungsscheiß, ist das, sobald da Kinder mit drin sind, verkompliziert sich natürlich alles, das ist mir natürlich klar. Aber ja, muss man halt notfalls auch mal, ja, sich beraten lassen, wo auch immer. Und das sind ja manchmal Sachen, die kriegt man auch einfach alleine nicht auf die Kette. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.